Tag, herzlich willkommen zu meiner Videoserie. Das heutige Thema ist der Mohn, Klatschmohn. Im Juni bringen viele schöne Blumen, Mohn, Tagelilie, Hortensie und so weiter. Ich denke, mit der Technik chinesischer Malerei, um Mohn zu malen, ist eine andere Art von Ästhetik. Lassen Sie uns zuerst Ihre äußeren Formen und Ihre Charakter kennenlernen. Die Blütenfarbe der Klatschmohn variiert von gelb über rosa bis zu leuchtendem Feuerrot. Ein Blatt aus 4 Blütenblättern entstanden. Die Form jedes einzigen Blattes ist wie ein Fächer. Im Wind werden die Blätter sanft werden, ändern sich die Formen sehr lebendiger und eleganter, die sehr reizend zu malen.